Im Blickpunkt Sieden war es am Samstag wieder soweit. Die plattdeutsche Theatergruppe des Heimatvereins Sieden präsentierte ihr neuestes Bühnenstück, Kaviar trifft Currywurst. Allerdings zunächst in einer Vorpremiere vor Kindern. Ja, wir führen jetzt also nach echt langer Corona-Auszeit endlich wieder ein Theaterstück auf. Und das Theaterstück heißt Kaviar trifft Currywurst, mein Gott. Und unsere Erna, die Kneipenwirtin, ist in einer runtergekommenen Kneipe, die aber eigentlich von ihrem Cousin finanziert wird. Und jetzt muss sie natürlich, da ihr Cousin jetzt zu Besuch kommt aus der Eckkneipe, die so ein bisschen schmuddelig ist, ein Edelrestaurant machen. Das Stück beginnt. Im Mittelpunkt steht die Eckkneipe von Wirtin Erna. Ja, wenn ich schon nicht schmecken darf, will ich zumindest das Aroma in den Bällen haben, ne? Also wir haben uns bewusst für dieses Stück entschieden, weil wir haben jetzt das Glück, dass wir mehr Spieler sind und somit haben wir uns jetzt für dieses Stück dann entschieden. Also wir proben seit letztes Jahr Sommer, sind wir mit Leseproben angefangen und seit etwa 10 Wochen proben wir dann jetzt hier im Blickpunkt. Unter den 11 Darstellern sind 3 neue Mitspieler zum ersten Mal dabei. Mit der plattdeutschen Sprache hatten sie bisher keine Probleme. Ich bin schon seit ein paar Jahren dabei, aber meistens im Hintergrund. Und jetzt war im Vorfeld gefragt worden, wer daran teilnehmen möchte. Und das war eine relativ kleine Rolle und dann habe ich zugesagt. Ich war früher auch schon immer mit dabei und habe ein Gedicht aufgesagt und so. Meine Mama spielt auch schon ewig mit und dann wurde ich halt erst nur als Aushelferin gefragt und letztendlich muss ich jetzt doch spielen. Hier ist meine Frau, die ist schon etliche Jahre dabei, dadurch habe ich auch im Hintergrund immer mitgeholfen. Ja, und jetzt war eine Rolle irgendwie zu besetzen und da wurde ich gefragt und habe dann ja gesagt. Also mein Platt ist nur der Text, den ich gelernt habe, also ansonsten kann ich überhaupt kein Platt. Ja, bei mir war es eigentlich so, dass ich so ein bisschen damit groß geworden bin, dadurch, dass meine Mutter halt auch immer schon so ein bisschen mit dabei ist. Und dann durch die Gedichte früher war das immer so ein bisschen Learning by Doing und deswegen kann ich jetzt platt. Ich verstehe es besser, als ich es spreche, aber ich habe so viel Text nicht in dem Stück zum Glück und dann werde ich damit schon klarkommen, denke ich. Der plötzliche Anruf vom neureichen Cousin versetzt Wirtin Erna in Panik. Doch Hilfe scheint in Sicht zu sein, oder? Kommst du wohl nach Sieden? Ja, was musst du denn in Sieden? Pferderin in Meerfeld. Bürgermeister? Ist das wieder eine Nierkreation eurer Frau? Eures Hirnstände nierinterpretiert? Schon der erste Akt ist sehenswert. Bereits jetzt ist das Interesse am Kartenvorverkauf hoch. 2 Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Wer eine Vorstellung besuchen möchte, sollte sich also rechtzeitig um seine Tickets kümmern.